Hallo allerseits, ich bin auf den Spur 1 Tagen in Mellrichstadt und bin hier bei Thomas Montaperti, der ist aus der Gegend von Nürnberg, begeisterter Spur 1 Modellbahner, der sich aber in den Kopf gesetzt hat, dass er mit dem 3D-Drucker einiges macht. Und da gibt's was ganz was Spezielles. Lampen in 3D-Druck im Maßstab 1 zu 32. Das heißt aber nicht bloß dieses Lampengehäuse, das wir hier sehen, sondern tatsächlich die Glühbirne. Das ist ja hier ganz winzig. Wie hoch ist die insgesamt? 4 mm typisch? Die sind etwa 3,5 bis 4 mm. Die Maße habe ich jetzt nicht konkret im Kopf, kann ich gerne raussuchen. Aber sie sind definitiv in 1 zu 32 von der Originalbahnlampe heruntergerechnet und entsprechend konstruiert. Gut, und dann haben wir hier die LED, die dann eingebaut wird. Die ist ja noch kleiner, die kann man fast nicht erkennen. Genau, hier handelt es sich um die LED-Bauform 0201. In diese Glühbirne können LEDs bis 0603 eingesetzt werden, aber der Einfachheit halber ist die 0201 am geeignetsten. Und die wird dann in diese Lampengehäuse, die mit dem 3D-Drucker gemacht sind, eingebaut? Wird unter anderem ins Lampengehäuse eingebaut. Sie kann hier in den glühbirnen Sockel mit dem Reflektor eingesetzt werden. Dieser Reflektor wird dann in das Lampengehäuse eingesetzt und zum Schluss noch die Ringblende eingesetzt. Davor kommt dann die Glasscheibe. Alternativ wird diese Lampe aktuell auch bei mir eingesetzt in dem Modell der Märklin V100. Hier habe ich auch entsprechende Reflektoren konstruiert und gedruckt, wo dann diese Glühbirnen eingesetzt werden, um dort vorbildnahe Wirkung zu erzielen. Das heißt, man kann tatsächlich eine 25 Jahre alte V100, die gibt es ja schon ewig von Märklin, dann nochmal aufpeppen und kann was Schönes machen, realistisch. Das ist richtig, die Glühbirnen, die Lampen, ich weiß nicht, ob man die jetzt hier sieht, ist wahrscheinlich zu hell momentan. Aber vielleicht kann man mal ganz kurz die Beleuchtung abschalten, damit wir die Glühbirne sehen können. Genau, man sieht die Glühbirne drin in der Lampe. Mhm. Und jetzt schaut man es wieder ein. Und das ist aber nicht alles, habe ich mir sagen lassen. Es wird hier auch in 3D-Druck zum Beispiel die Trittstufe komplett nachgebaut. Die durchbrochenen Trittstufen mit den Rangierhalterungen ergriffen hier. Darüber hinaus zum Beispiel Zughakenhalter. Die Lüftungsanlage, der Lüfter an sich mit dem Lüfterkasten auch funktionsfähig, beleuchtet das noch etwas. Das heißt, der dreht sich dann drunter auch? Der dreht sich dann tatsächlich auch, ja. Das kann man auch ganz kurz aufzeigen. Ein passendes Geräusch. Lüfter der V100 nachempfunden. Es wurden noch verschiedene andere Teile, wie eben die Lampenringe wurden in 3D gedruckt. Mannlochdeckel, die jetzt hier gerade aus der Position nicht zu sehen sind, wurden gedruckt. Und aktuell bin ich dabei, zweigeteilte Fensterrahmen für die Frontscheiben jeweils links, rechts, die sich unterscheiden, und für die Seitenfenster zu entwickeln. Zweigeteilt heißt, es wird eine Glasscheibe zwischen zwei Rahmenteile gesetzt, eingeklebt und dann hier eingesetzt, was nochmal die vorbildnahe Wirkung erhöht. Momentan für Sie selber und für ein paar Freunde? Genau, vielleicht. Aktuell war es geplant für mich selbst und ein paar Freunde. Gegebenenfalls kann ich mir aber auch vorstellen, kommerziell zu werden mit dem Ganzen. Bei die Nachfrage entsprechend ist. Ja. Und bei den Wagen, die hier noch liegen, was wird da noch gebaut? Genau, bei den Wagen bin ich jetzt aktuell am Überlegen. Hier handelt es sich um einen Original Märklin OMM 55, dass ich hier entsprechend die Türen herausmache und Türen entwickle mit drehbaren Gelenken und dann auch mit einem nutzbaren Verschluss, um dann diesen Wagen auch nochmal weiter aufzuwerten. Gegebenenfalls auch Rangiertritte und weitere Anbauteile. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Klasse, aber es ist eh schon faszinierend, was man machen kann. Und vor allem 3D-Druck in der Winzigkeit habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Das ist echt fantastisch, was man hier so treiben kann. Lampen im Maßstab 1 zu 32, also nicht die Lampengehäuse, die natürlich auch, sondern eben die Glühbirnen im Maßstab 1 zu 32. Gut, und das war's hier vom Thomas Montaperti aus der Gegend von Nürnberg, hier auf den Spur 1 Tag in Mellrichstadt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.
Wiederschauen.